Sehr geehrter Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist nicht ganz ein Jahr her, da haben wir uns in diesem Hohen Haus mit einem Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grüne zum Thema Arbeitsschutzverwaltung beschäftigt. Gewisse Ähnlichkeiten zu diesem Antrag sind nun in dem von den Linken eingebrachten Antrag in den Antragszielen und dessen Begründung erkennbar und wohl auch unvermeidbar. An dieser Stelle könnte man nun fragen, ob sich der Landtag künftig der Produktion von Déjà-vus widmen will. Die Stellungnahmen des Wirtschaftsministers sowie der anderen Fraktionen vom letzten Jahr sind doch bekannt. Aber gut, der Berichtsantrag schadet nicht, Informationen sind wichtig. Die Forderung nach ausreichend Personal stellt sich in der Tat heute wohl noch dringender als vor einem Jahr. Mangels erledigter Hausaufgaben der Staatsregierung ist dem Antrag also eine gewisse inhaltliche Berechtigung nicht abzusprechen. Vergegenwärtigt man sich die Debatte vom 16. Dezember 2015, noch einmal ist festzuhalten, dass die SPD damals einen etwas längeren Dreizeiler und die CDU ihren Beitrag zu Protokoll gegeben hat. Beides wurde dem Thema nicht ansatzweise gerecht. Aber auch dies ist ja eine Positionierung. Es ist im Übrigen sehr schade, dass Herr Pohle seinen Antrag zu Protokoll gab. So ist der folgende schöne Absatz zum Thema Arbeitsschutz im Plenum völlig untergegangen. Ebenso müssen Sie, die Berufsgenossenschaften, besser in die Lage versetzt werden, Arbeitsschutzbedingungen Ihren Unternehmen prozessbezogen zu verbessern. Wir unsererseits können den Unternehmen die dazu notwendige Zeit verschaffen, indem wir an anderen Bereichen bürokratische Hindernisse, wie etwa die Doppelberechnung der Löhne zur Sozialversicherungsvorauszahlung oder zweifelhafte Dokumentationspflichten beseitigen. Die Analyse ist im Kern absolut richtig, doch welche Taten hat die Staatsregierung folgen lassen? Keine. Ein Antrag unserer Fraktion, in dem wir die Abschaffung der Vorfälligkeit für Sozialversicherungsbeiträge gefordert haben, wurde im Plenum mit breiter Mehrheit sogar noch abgelehnt. Meine Damen und Herren, jetzt möchte ich von weiteren politischen Vorwürfen einmal kurz absehen, denn es geht mir um einen wesentlichen Punkt, bei dem wir uns, so denke ich, alle einig sind. Schwere und tödliche Arbeitsunfälle müssen vermieden werden. Jeder Arbeitsunfall ist einer zu viel. Punkt. Die Anzahl der schweren und tödlichen Arbeitsunfälle ist nun aber zwischen 2013 und 2014 drastisch gestiegen. Ein Blick in den aktuellen Jahresbericht der Gewerbeaufsicht des Freistaates aus dem Jahr 2015 zeigt, im Zeitraum zwischen 2014 und 2015 haben sich die Zahlen noch einmal dramatisch erhöht. Bei den schweren Arbeitsunfällen musste eine Steigerung von 18% verzeichnet werden. Hinzu kamen 14 Unfälle, die tödlich endeten. Und jetzt kann man ja vieles tun. Man kann Konzepte und Programme wie Gute Arbeit für Sachsen entwickeln. Man kann Arbeitsschutzallianzen mit den Handwerkskammern, mit den IHKs, mit den Unfallversicherungen und Kassen schmieden. Das erweitert die Perspektiven, stärkt die Kompetenz und ist sinnvoll. Was man aber nicht tun sollte, diese Maßnahmen gegen die originären Aufgaben der Arbeitsschutzverwaltung aufzurechnen. Herr Dulich, Sie haben in der 25. Sitzung zum Thema Arbeitsschutz ausgeführt, dass Sie Ihre Hausaufgaben gemacht haben. Die Einstellung einer Psychologin und die Priorisierung der Abteilung Arbeitsschutz nach Risikobereichen ist keine Erledigung der Hausaufgaben. Sie haben allenfalls begonnen, Hausaufgaben zu machen. Und wie erfolgreich Sie dabei sind, wird sich in den Haushaltsverhandlungen zeigen, wenn im entsprechenden Stellenplan der Landesdirektion nicht nur zusätzliche Stellen für Asyl, sondern auch für die Wiederbelebung des Personalbestandes bei der Arbeitsschutzverwaltung eingeplant und durchgesetzt werden. Meine Damen und Herren, was die Linke hier in ihrem Antrag unter dem Punkt Römisch zweitens einfordert, ist so grundsätzlich, dass es eigentlich überflüssig sein müsste. Leider ist es auch nicht neu. Das ist aber nicht die Schuld der Antragstellerin. Die gestellten Forderungen sind allerdings wie Nägel ohne Köpfe und werden den Arbeitsschutz kaum verbessern. Wir brauchen keine Forderung nach einem Konzept bis 2017, dessen Notwendigkeit der Staatsminister selbst bejaht hat, welches das SMBA laut seiner Aussage bereits erarbeitet und welches erst nach den Haushaltsverhandlungen irgendwann im ersten Quartal vorgelegt werden soll. Sondern wir brauchen eine Umsetzung, das heißt Geld im Haushalt und eine Besetzung der Stellen, vornehmlich mit der Mindeststellenzahl aus den Jahren 2010
oder 2011. Das war nämlich der Zeitpunkt, an dem letztmalig die Frage im Raum stand, wie und nicht ob die Aufgaben erledigt werden können. Damit erübrigen sich im Wesentlichen die Punkte 1 bis 3 des zweiten Antragteils. Wir beantragen folglich eine punktweise Abstimmung, wobei wir dem Punkt Römisch 1 zustimmen und uns beim Punkt Römisch 2 enthalten werden. Vielen Dank.